Wagen mit Stil, das gilt für den Riese und Müller Cruiser. Ein bisschen Waffenrad, ein bisschen Hollandrad, garniert mit Lederoptik und modernster Fahrertechnik, so komponiert Riese und Müller dieses feine Komfortrad. Damit der klassische Rahmen auch klassisch bleibt, ist der Akku auch nicht integriert, sondern sitzt traditionell auf dem Unterrohr. Aber, und hier gibt es wieder eine Besonderheit, der Akku ist elegant verkleidet. Die gegen rund 50 Euro Aufpreis erhältliche Hülle wirkt wie eine Fahrertasche, verbirgt aber den Bosch 500 Wattstunden Akku und bietet obendrein auch noch etwas Stauraum. Öffnung für die Ladebuchse ist natürlich auch vorhanden. Die Fahrradkomponenten sind in Braun- und Schwarztönen aufeinander harmonisch abgestimmt. Ein echter Hingucker, dieser Riese und Müller Cruiser. Für Komfort sorgen zunächst der breite geschwungene Lenker, die vordere Federgabel, die gefederte Sattelstütze und die Schwalbe Big Ben Bereifung. Zu all dem passt der Bosch-Antrieb, je nach Modell Active Line Plus oder Performance Line Generation 3, sehr gut. Solide Unterstützung beim Cruisen ist somit garantiert. Das Intuvia-Display fungiert als Schaltzentrale, wie gewohnt mit separater Bedieneinheit am Lenker. Gegen 100 Euro Aufpreis gibt es den Smartphone Hub, der in Kombination mit der kostenlosen App zahlreiche Funktionen wie etwa Navigation, Fitnessdaten, Telefonie, Musikwiedergabe sowie Lademöglichkeit bietet. Der Hub kann auch ohne Smartphone verwendet werden und zeigt dann die üblichen Fahrdaten an. Als Schaltung kommt wahlweise eine Shimano Nexus 8-Gang-Nabe oder eine stufenlose Enviolo 380 Nabenschaltung zum Einsatz. Dazu entweder Kette oder Carbonriemen. Als Bremsanlage fungiert die zuverlässige hydraulische Magura HS22 Felgenbremse. Riese und Müller bietet für den Cruiser gegen Aufpreis auch einen Frontgepäckträger an. Außerdem kann der RX Connect Chip mit kostenpflichtigen digitalen Services wie etwa Diebstahlschutz durch GPS-Tracking und Wiederbeschaffungsservice bestellt werden. Das je nach Ausführung rund 26 Kilogramm schwere Pedelec ist dank guter Ausstattung und bequemer Sitzposition bestens zum Cruisen geeignet. Es fühlt sich leichtfüßig an und liegt satt auf der Straße. Preislich beginnt es bei 3.229 Euro für die Version mit Nexus 8-Gang-Nabe. Das Topmodell mit Enviolo 380 und Riemenantrieb ist ab 3.739 Euro erhältlich.